Sassi, hallo, schön dich wiederzusehen. Den Kindern im Park beim Spielen zuzusehen, rührt mich zu Tränen. Ich bin so froh, dass ich diesen Park angelegt habe. Wie gefällt dir mein Park? Sehr schön, ich möchte sofort spielen. Das ist nett von dir. Es freut mich, dass ich Leute dazu anregen kann, zu spielen. Bis bald. Noch ein Gebäude. Ich bin Mien von der Papaya-Insel. Mit deiner Hilfe kann ich bestimmt über meinen Kummer hinwegkommen. Da ich jetzt hier in My City lebe, finde ich bestimmt wieder eine neue Liebe. Schau bald wieder vorbei. Ja, schade, lassen sich die Eingänge hier nicht anzeigen. Würde ich nämlich gerne wissen, wo ich rein könnte und wo nicht. Aber sei es wie es ist. Ein bisschen Platz hat es hier auf jeden Fall noch. Hier haben wir den Body Shop. Hallo, dies ist die Autowerkstatt. Ich habe dich erwartet. Ich bin Ramsey aus Pfirsichstadt. Ich habe mir einen Traum erfüllt. Ich bin umgeben von Autoteilen. Ich bin sehr glücklich. Wir haben echt coole Autoteile. Schau dich ruhig um. Und der verkauft einfach mal alles, was man verkaufen kann. Ja, bei dem wird's nicht langweilig. Kein Wunder ist das Gebäude so groß, so viele Teile wieder anbietet. Du kannst einfach jede Karosserie für 500 kaufen. Braucht einfach genug Geld. Komm bald wieder vorbei. Snowbank. Da war ich glaube ich schon drin. Ja, ja. Ja, im Moment kann man da noch nicht viel machen. Da haben wir die Bank. Money. Willkommen in der Schneebank. Ich bin Manei vom Schneegebirge. Jeder hier in der Stadt ist unser Kunde. Möchtest du Kunde werden? Du hast null Geld auf deinem Konto. Was möchtest du tun? Ja, eigentlich gar nichts. Wir freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch. Ich habe nämlich das Gefühl, wenn ich hier Geld einzahle, dann will der Lackaffe noch mehr Geld von mir. My City Rally Center. Willkommen im Rally Center. Du kannst dich hier für die Q's Rally anmelden. Hast du Fragen über das Rennen? Ja. Fahre bei jeder Q's Fabrik in jeder Checkpoint-Stadt vorbei. Die Rally beginnt hier. In den Checkpoint-Städten darfst du nur die Q-Fabriken betreten. Während dem Rennen kannst du bei den Q-Fabriken Autoteile wechseln. Aber keine Daten speichern. Wettrennen sind nicht gestattet. Möchtest du das Rennen vorzeitig beenden, benutze das Pause-Menü. Das heißt also, dass du dich an diesem Rennen nicht beamen darfst. Gib Gas. Das Rennen beginnt gleich. Wenn du nicht bereit bist, dann fahre zurück zu Q's Fabrik und komm später wieder vorbei. Ich komme wieder. Wir werden auf dich warten. Ja, da muss ich mir halt dann eine halbe Stunde oder so Zeit nehmen. Weil da muss man durch alle Städte durchfahren. Und ja. Einfach überall dann anhalten und so weiter. Oh, du bist es. Schön, dich zu sehen. Mein Name ist Nuri von Papaya. Wie geht's dir? Du kannst dich oder deinen Teamkameraden umlackieren lassen. Benutzt die Richtungstasten, bla bla. Kann auch zweifarbig sein. Nur die Karosserie und die Felgen kosten 100. Das Basislockieren kostet 200. Ja. Ist dasselbe wie sonst auch.
Komm wieder vorbei, wenn du dich umlackieren lassen möchtest. Ja, My City wird auf jeden Fall schon deutlich größer. Und die unterschiedlichen Baustile merkt man sofort. Man merkt, dass My City halt wirklich so eine Kuddelmuddel aus verschiedenen Städten ist. Ist ja auch nicht schlimm. Recycle Shop. Schrottplatz. Hi, lange nicht mehr gesehen. Ich bin Kite von der Papaya-Insel. Vielen Dank für alles. Dank deiner Hilfe konnte ich einen Schrottplatz eröffnen. Wir geben dir für alte Autoteile, die du nicht mehr brauchst, noch die Hälfte vom Originalpreis. Möchtest du etwas verkaufen? Nein, eigentlich nicht. Wir werden auf dich warten. Das Hinten des Rennens sind wir schon gefahren. Polizei habe ich noch nicht gesehen, da ist auch neu. Axel. Hi, du bist es. Jetzt bin ich endlich Polizist. Das nur, weil du mir von diesem Ort erzählt hast. Ich dachte, die Stadt sei ein gefährlicher Ort, aber das ist sie nicht. Man kann nie sicher genug sein, nicht wahr? Ach übrigens, ich habe zu viel hiervon gekauft. Ich gebe dir etwas davon ab. Polizeisirene. Ich arbeite hart, um Frieden zu gewährleisten. Man ist es abgelegen hier. Aha, ja. Da war ich nämlich auch schon. In diesem abgelegenen Gebäude. So, stempelmäßig, wie sieht es aus? Meine eigene Garage, Fußball. Johnny beim Beschleunigungsrennen besiegt. Aha, ja, das kann ich jetzt auch machen. Lisa beeindruckt. Highway-Rennen in weniger als 50 Sekunden. Natsu im Highway-Rennen besiegt. Ein Blick in die Zukunft. Hakusukas Trompete. Schatzjäger-Labyrinth in 3 Minuten gemeistert. Den König im Türrennen besiegt. Könnte ich natürlich alles machen. 7 Mehlsteine gesammelt. Zeitschrift geliefert. Pfirsichpuppe bekommen. Einfach noch mehrere Gebäude, die irgendwie keinen Eingang haben. Aber ja, My City baut sich langsam aus. Ja, es ist echt schade, dass ich hier nicht sehen kann, wo die Gebäudeeingänge sind. Sollte man eigentlich auf der Karte schon platzieren, wenn man da eine Stadt baut. Ja, würde man sagen, wir beamen uns nach St. Polis. Damit wir gegen Johnny fahren können. Die Frage ist halt dann einfach noch, ja. Ach ja, die Bigfoot-Reifen kann ich dann noch ausrüsten. Dann kann ich noch gewisse Münzen suchen. Da ist der Johnny. Hey, ich liebe Beschleunigungsrennen. Also, du wirst leiden.
Aber unter 8 Sekunden habe ich noch nicht geschafft. Schade. Du bist richtig schnell. Ich bin geschockt. Ich kann natürlich noch ein paar Teile ausrüsten. Das habe ich nämlich vergessen gehabt. Dann bin ich vielleicht noch mal etwas schneller. Vor allem mit dem Phantom-Chassis. Das ist dann das leichteste auf dem Markt. Ist später. Das ist noch nie. Ah! Dumme Kuh! Dumme Rotzgöre. Verzieht sich einfach weg. Tööö. Banause. Also, was haben wir da? Perfekt. Perfekt. Dreifach schnell, das habe ich natürlich ganz vergessen, dass es das auch noch gibt. Was haben wir sonst noch? Normale Bremsen, da brauche ich dann natürlich noch etwas Besseres, die harten dann. Außen natürlich, Coin gibt mir dann auch noch besseres Material, das weiß ich nicht. Aber jetzt sollte ich nebst dem Motor natürlich noch etwas besser dastehen. So, Lisa, Lisa, komm, ich will endlich mit dir reden, will beeindruckt von dir sein. Was? Du bist ziemlich cool. Lisa, Lisa hält nicht viel von Fahrern, die langsamer sind als sie. Bist du jedoch schneller als Lisa Lisa? Dann Lisa Lisa fährt immer auf der Abendschimmer-Rennbahn. Hoffe dich dort mal zu sehen. Ist immer noch nicht beeindruckt. Vielleicht das Ganze unter 8 Sekunden schaffen. Da war ich zu schnell. Die Lenkung ist viel besser. Man hat viel mehr Radius jetzt. Versuch doch einmal die Rekordzeit von 8 Sekunden zu brechen. Ja, kann ich machen. Versuchen wir es mal. Boah, viel schneller. 1,5 Sekunden hat das Ganze gebracht. Hey, 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 brech den Rekord als nächstes. Fordere mich wieder heraus. So, sehr schön. Damit zwei weitere Stempel. Das ist toll. Lisa Lisa jetzt beeindruckt. Abendschimmer-Rennbahn. Okay, was auch immer das ist. Vielleicht muss ich da natürlich auch... Das ist, hier Nightglow Raceway, da müsste ich sie wahrscheinlich schlagen. Aber jetzt nehme ich erstmal Bigfoot Reifen. Fahre überall. So, und diese Reifen haben gegenüber zum Beispiel Penny Races einen gewaltigen Vorteil. Man kann mit denen durchaus andere Sachen noch machen. Man kann jetzt zum Beispiel zu den Ruinen hier gehen.
wollte eigentlich sagen, man kann zu den Ruinen gehen, aber die sind ja irgendwo. Nicht hier. Aber ja, mein halber Tank ist schon leer jetzt. Ihr seht, was der Turbo hier bringt. Es ist zwar schon schön, aber bringt im Endeffekt nicht allzu viel. Zumindest nicht über eine lange Distanz. So, der Vorteil von diesen Reifen ist jetzt, dass ich hier solche Hänge rauffahren kann, problemlos. Und deshalb habe ich auf diese Reifen gewartet, weil jetzt kann ich auf diese Pyramiden rauffahren, als wäre es das Einfachste auf der Welt. Und dann natürlich die Münzen sammeln. Gibt viele Situationen, wo es nützlich sein kann. Das hier ist natürlich eine davon. Irgendwie will ich nicht aufhören zu spielen. So, jetzt gehen wir mal auf den ganz hohen Turm. Also auf die ganz hohe Pyramide. Und da finden wir einen weiteren Edelstein. So, da gibt's nichts mehr. Also. Wie viele Münzen haben wir jetzt? Gegenstände. 83 Pennies haben wir jetzt. Wir haben 20 Kilometer für den Kokosnussladen jetzt noch hinter uns. Ja, ich nehme jetzt noch eine Stunde Zeit zum Aufnehmen. Was kann ich sonst noch machen? Okay, sorry, war kurz abgelenkt. Also, was könnten wir machen? Wir könnten jetzt zum Beispiel... Also nochmal Notizblock. Bilder. Da haben wir alle. Da auch. Da auch. Da auch. Da auch. Fehlen einfach 28 und 29. Diese beiden fehlen. Und danach haben wir es. Schauen wir das mal an.
Okay, ja. Gut, die zwei Läden kann ich nicht finden. Denn die gibt es noch nicht. Das sind My City Fotoläden. Die gibt es also noch gar nicht. Und dazu muss man bestimmte Sachen erledigen. Sag mal so, wenn wir hier alle Sachen erledigt haben in My City,